Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, gestern war ja übergeil. Ich total müde von der Arbeit nach Hause gedackelt, noch gegessen und so weiter und dachte mir dann, yo, geil, gleich ist Premiere, jetzt musst du schnell am PC, 2 Minuten später voll weggepennt, ne? So habt ihr die Premiere ohne mich erleben müssen. Ich habe mir aber nachträglich nochmal so ein bisschen den Live-Chat durchgelesen und möchte im Zuge dieses Videos auf ein paar Sachen, eigentlich nur auf ein oder zwei Sachen, die ich dort gelesen habe, eingehen und meine Meinung dazu abgeben. In dem Zuge zeige ich euch hier 2 Boxen. Ihr seht, das sind andere Boxen als sonst. Das sind einfach kleinere Boxen. Hier sind jetzt Fallenkarten drin aus dem älteren Bereich. Wird natürlich die Sammler unter euch schon wieder ein bisschen mehr interessieren als die gestrige Folge. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Hier ist das mit dem raus. Oh. Vergessen wir einfach, was ich sagen wollte. Und machen weiter. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall das erste Karte, den magischen Zylinder. Eine sehr, sehr coole Karte, den Secret Jazz Labyrinth of Nightmares. Auch von diesen Zylindern habe ich schon wesentlich mehr, vor allen Dingen in Secret. Allerdings habe ich einen angefangenen Koffer, den ich fälschlicherweise schon im Dachboden eingelagert hatte, der noch gar nicht fertig war, habe ich oben liegen. Da sind die ganzen anderen Secrets drin. Ich glaube, hier habe ich jetzt an sich nur noch 4 Stück drin, 4 oder 5. Muss ich mal bei der nächsten Toploader-Sendung direkt quasi in den Himmel schicken. Magischer Zylinder ist das Beispiel, wie eine Fallenkarte auszusehen hat, meiner Meinung nach. Was wir heutzutage haben, ist das Problem, dass Fallenkarten mehr so eine Art Schlachtengemälde sind. Ja, es ist einfach ein meistens genauso wie Zauberkarten eine Art overdesigntes ein overdesignter Screenshot aus einem Anime, wenn man so möchte. Ja, es ist einfach wie so eine Film- oder Anime-Szene, die auf dieser Karte abgebildet ist. Ja, das heißt, der Wiedererkennungswert geht aufgrund der Tatsache, dass einfach viel zu viel darauf zu sehen ist, verloren. Natürlich ist das aufwendiger zu machen, aufwendiger zu designen, aber es bleibt halt einfach nicht so viel hängen. Das heißt, man kann auch zu dieser Fallenkarte keine Bindung aufbauen, ne? Dass man mal sagen kann, boah, die war episch oder so, sondern ja, es ist halt eine Fallenkarte auf gut Deutsch. Das ist das, was auch heute noch bei Fallen- und Zauberkarten großflächig problematisch ist. Da muss Konami noch was machen, aber da bin ich zuversichtlich. Hier und da haben sie es ja schon geschafft bei der einen oder anderen Karte, aber da ist wirklich noch Luft nach oben. Hier haben wir jetzt die Ultra Rare aus der Invasion of Chaos Special Edition. Da haben wir ebenfalls 4 Stück. Wie gesagt, die anderen sind ebenfalls schon im Koffer. Dann natürlich die Super aus der Legendary Collection. Hier ist nochmal eine Ultra. Aus der Legendary Collection 2 Stück. Hier ist das Bild auch schon größer. Die hier müsste Ami sein, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest sieht das Finish ein bisschen anders aus. Kann man vielleicht in der Kamera jetzt nicht so wirklich erkennen. Dann aus dieser MB Starterbox, die aus Japan kam, wo auch diese Gold Millenniums drin waren, haben wir hier in Normal Millennium Rare. Ebenfalls den magischen Zylinder, der kam dann aus dem Standarddeck in Anführungszeichen. Dann haben wir sie natürlich noch 6-mal in Kamen aus unterschiedlichsten Sets. Die hier ist jetzt, glaube ich, aus den Yugi Legendary Decks, die anderen kommen aus älteren Sets, genau. So, hier nochmal fürs Thumbnail. So, dann haben wir als nächstes die Spiegelkraft. Und das ist so eine Karte, ich kann sie leider nicht mehr sehen. Es tut mir wirklich leid, Leute. Diese Karte ist so overprinted. Ja, das ist einfach der Hammer. Hier haben wir übrigens eine Ami. Ja, da stehen viele drauf. Ich persönlich finde die Amis jetzt nicht unbedingt schöner als unsere. Finde ich die schon besser. Die hat wirklich so viele Prints mittlerweile. Wirklich die letzte, glaube ich, in Duelist-Saga, wenn nicht nochmal was rausgekommen ist danach. Und ich muss sagen, es reicht langsam mit Spiegelkräften. Wir haben so viele Spiegelkräfte, ja, wenn man bedenkt, wie besonders diese Karte mal war. Und sie ist ja auch schön designt, ne, aber ich kann sie nicht mehr sehen, ja. Hier, Duelist Saga. Hatten wir wieder ein Reprint, ne, in diesem Ultra-Parallel-Gedöns, ne. Hier haben wir jetzt die Originalen, die machen schon etwas mehr her, die kann ich mir auch noch angucken, weil es halt einfach die Originalen sind, aber da ist das Kraut ist langsam ausgeschöpft, Leute. Ich hoffe, dass diese Reprints der Spiegelkraft jetzt langsam mal bleiben. Hier ist ein Duelist Pack Yugi, auch sehr cool.
Dann hier zum Beispiel aus der Legendary Collection Kaiba, schon wieder ein Ultra Rare Reprint, ne? Yugi Legendary Decks, ja, das ist einfach unglaublich, wie oft diese Karten hier gereprintet wurden. Ich habe übrigens diese Karten hier speziell und vor allen Dingen extra aus moderneren Sets rangeholt, ne, damit ich nicht nur Originale habe. Ich stehe nämlich darauf, wenn eine gewisse Vielfalt, auch was die Sets angeht, gegeben ist, ne? Oder hier Dark, gerade jemand so gesagt, Dark Saviors, ne? Da kam sie nochmal in Super Rare raus. Nochmal hier ein paar Exemplare aus Dark Saviors. Dann hier Yugi Starter Deck 2015, 2013, auch nochmal drin. Na, das ist einfach unglaublich. Dann haben wir sie natürlich in Gold. Wer hätte es gedacht, dass sie hier einmal in. Der Knick ist übrigens nicht in der Karte, sondern in der Folie hier oben, ne? Falls ihr das hier oben erkennen könnt, das ist nicht, liegt nicht an der Karte. Hier nochmal in Gold. Hier sieht sie wirklich gut aus, weil es das alte Gold Rare ist. Regenbogen schillernd, ne? Wie eine Ultra Rare, nur in Gold. Hier wird es wieder kitschig. Mal abgesehen davon, dass der Holo-Effekt an sich schon fast verloren gegangen ist bei dem neuen Gold Rare, ne? Sieht es einfach so künstlich aus. Das sieht nicht mehr edel aus. Versteht ihr, was ich meine? Dann haben wir es natürlich im Millennium Rare hier, wie eben auch den magischen Zylinder aus MB01. Und natürlich nochmal in Normal Parallel Rare aus Japan. Ihr seht, es gab so viele Prints und die Comments, die will ich, also brauchen wir gar nicht drüber reden, Leute. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Diese Karte ist so tot geprintet. Es tut so weh. Und hier möchte ich mal kurz einhaken. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat gestern in den Kommentaren geschrieben, ja, er fände ja die Holos aus den alten Sets besser. Weil, wenn man die mal offen liegen gelassen hat, dann würden sie, hätten sie sich nicht gebandet oder halt, sie seien dann im Arsch, ne? Die heutigen. Damit ist dieses Biegen gemein, dieses Banden. Als Beispiel hat er, glaube ich, seinen Heiligen Phoenix von Neftis genommen. Hier übrigens faszinierender Kreis, einer der Karten, wo ich sagen muss, ja, die Zensierung ist einfach mal wesentlich geiler als das Original. Und da muss ich widersprechen. Da muss ich einfach, es ist, ja gut, was heißt widersprechen? Ich muss mit Jein antworten. Früher, bei den Sets, ich sag mal, in der Zeit Duel Monsters bis Energy X war es so, oder sagen wir auch Ende 5Ds, die Qualität hat sich damals ja nicht so großartig geändert bis dahin. Es war durchwachsen. Ja, man muss ehrlich sagen, es war durchwachsen, speziell in der Zeit von Duel Monsters. Ja, die Sets waren nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen von der Qualität her. Klar, sie haben alle hochwertig ausgesehen, aber ich habe auch durchaus schon Karten gehabt, die mal ohne Hülle rumgelegen sind, ältere Karten, hier Fred, der tapfere Wanderer oder wie er heißt und so weiter und ein paar Ultras, die sehr wohl auch gebannt waren, wenn man sie offen liegen lässt. Dann das Problem, ja, ist nicht, dass man sie offen liegen lässt, das ist es gar nicht. Das Problem ist die Temperatur. Wenn es zu warm wird, ja, dann verzieht sich diese Folie und dann biegen sich diese Karten, ne, wie Chipsletten. Das ist das Problem und der Effekt ist heute stärker, da die Folie eine andere ist. Wenn man mal eine heutige Ultra Rare mit einer damaligen Ultra Rare vergleicht, da wird einem sofort auffallen, dass die heutigen Ultra Rares und im Allgemeinen die heutigen Holos wesentlich heftiger schillern. Ja, die glänzen viel mehr. Die Folien sind eigentlich an sich wertiger geworden, allerdings sind sie dementsprechend auch hitzeanfälliger geworden. Das heißt, wenn ihr ein schön aufgeheiztes Zimmer habt, ja, und ihr lasst die Karten dort liegen, ohne Hülle, ja, oder auch mit Hülle, ja, wenn sie nicht im Ordner sind oder so, dann biegen sich diese Karten. Das ist ganz normal. Genauso wie wenn diese Karten falsch gelagert worden sind, schon im Display irgendwie, in einem zu warmen Lagerhaus waren, dann biegen die sich schon in der Verpackung. Ja, wenn man diese Karten, ich nehme jetzt mal als krasses Beispiel aus der Legendary Collection Kaiba, es tut mir leid, dass ich so viel laber, aber das muss einfach mal gesagt werden, aus der Legendary Collection Kaiba die Secret Rares nehme, die Ultras haben sich gar nicht mehr so gebogen, aber die Secret Rares waren da richtig, richtig empfindlich, ja. Wenn ich die aber in einem Raum gelagert habe, ohne Hülle, das hatte ich auch schon, stapelweise, ja, wo die Temperatur normal ist, sage ich mal, also ich sage jetzt mal unter 25 Grad oder unter 20 Grad, ja, einfach eine normale Temperatur, wo es halt vielleicht nicht komplett hochgeheizt ist, dann sind die auch gerade geblieben. Da gab es überhaupt kein Problem. Es ist immer eine Sache, wie ihr das lagert und es ist immer eine Sache, wie ihr mit euren Karten umgeht. Ja? Und ihr dürft nicht vergessen, es ist Pappe, Leute. Ja, es ist Pappe. Ihr könnt damit nicht umgehen, als wären die aus Stahl und euch dann wundern, wenn die irgendwie in irgendeiner Form beschädigt werden, sei es jetzt durch irgendwelche Kratzer, durch irgendwelche Schläge oder eben durchs Benden und dann über die Qualität mokieren. Ja, das geht nicht, Leute. Muss man ganz ehrlich mal gesagt haben. Gut.
Jetzt machen wir aber weiter. Wir haben hier einige faszinierende Kreise in Ultra Rare. Eine meiner absoluten Lieblingsfallenkarten. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich viele solcher absoluten Lieblingsfallenkarten. Und hier haben wir den faszinierenden Kreis. Auch noch zweimal. Ich habe auch noch viele in Kamen von der. Die Frage ist nur, wo. Ich habe sie verzweifelt gesucht. Ich hatte die mal irgendwo separat gelagert. Und ja, ich finde halt einfach unser Artwork schöner, ja. Klar, das ist ein bisschen religiöser. Kann man eigentlich fast kaum miteinander vergleichen. Weil die einfach so komplett anders aussehen. Aber ich finde halt doch das hier einfach schöner. Es sieht einfach toller aus. Ne? Es ist auch ein bisschen detaillierter gemacht, muss ich sagen. Gut. Finstere Spiegelkraft. Wer hätte es gedacht? Wir kommen zur finsteren Spiegelkraft. Ja, die Karte ist noch nicht ganz so abgedroschen wie die normale Spiegelkraft, aber auch die hat schon einige Reprints. Wir haben hier die Dark Mirror Force aus dem Invasion of Chaos, hier schön in First. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube in First müsste ich mehrere haben. Ja, hier alles First. Ja, also drei Stücke in First habe ich hier. Sehr cool. Die findet man noch häufiger in First als die normale Spiegelkraft. Ich finde die finstere aber schöner, weil finster. Das heißt, sie ist einfach dunkler gezeichnet. Da finde ich halt geil. Metal und so. Metal-Leute. Servus. So, und hier müsste ich auch schon 9 Stück, glaube ich, haben. Ja, 3, 4, 5. Ja, die 9 ist wahrscheinlich beim Runterfallen vorhin irgendwo flöten gegangen. Die finde ich dann schon wieder. Und ja, genau. Dann haben wir sie hier natürlich mal wieder. Wer hätte es gedacht? In Gold Rare. Und hier nochmal in Super Rare. Eigentlich gehört die Super vor die Gold, aber das muss ich alles später nochmal machen. Und dann eben hier eine Rare. So, hier habe ich also von den Rares speziell, die war halt mit in dem Vorsortierungsordner, deswegen habe ich jetzt hier mit reingepackt. Ich habe noch mehr in Rare, aber die muss ich erst alle raussuchen wieder, ja. Genau. So, und den ganzen Käse hier, ja. Diesen ganzen Haufen, den packen wir jetzt hier wieder rein und dann kommen wir zur zweiten Box und ich hoffe inständig, dass das nicht wieder rausfällt. Ach ja, das habe ich richtig gut hinbekommen, findet ihr nicht? Nein, jetzt ist da ein Haar drin. Nein, wie ich das hasse. Meine Katze, ey, Wahnsinn. Ihr glaubt nicht, was so ein Tier Haare verliert. Es ist der Wahnsinn. Gut. Nächster Versuch. Und wehe, ihr fallt jetzt. Nein, nein. Halt, stopp. So. Oh, geschafft. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, hier haben wir jetzt Feierliches Urteil. Auch eine Karte, die unglaublich overprinted ist. An der habe ich mich aber noch nicht so ganz satt gesehen, wie an der Spiegelkraft. Zum einen hier meine Lieblingsvariante von der in Ghost natürlich, in Gold Ghost. Habe ich auch unzählige Male, hatte ich auch ein paar Mal schon im Tradebinder. Da habe ich damals richtig viele bekommen, genauso wie von Gods und Odin. ja, in Secret Rare. Ich dachte damals immer, die Secret Rare sei der Originalprint. Keine Ahnung warum, das ist aber schon ewig her. Da war ich noch ein bisschen unwissend. Da haben wir auch 4 Stück am Start. Dann haben wir natürlich die Ultra Rare in First. Die ging mal richtig viel. 45 Euro oder so. Da haben wir hier gleich 2 Stück in First. Und Ultra Rare sieht hier natürlich unglaublich edel aus. Ja, ist einfach eine mega Sache. Ich werde die mal ganz kurz hier hingedingen. Leute. Ah! So. Ich werde die mal ganz kurz hier hinlegen, ein paar. Und mal wieder ein schönes Bildchen. Genau. Und ja, es ist einfach eine unglaublich schöne Karte an sich. Ja, diese ganze Reihe mit dem Solomon. Da gibt es auch also Solomon Strike und so. Und auch hier die alte Gold Rare aus GLD2. Ja, ich vermisse das alte Gold Rare wirklich. Wenn die Gold Rare so, ich würde diese Goldsets suchten. Das würde richtig geil aussehen, aber nein. Ich muss ja alles immer blinky blinky und noch funkelnder und dann wird's halt scheiße. Hier haben wir jetzt ein paar aus dem Champion Pack 1, genau, in Rare. Ist es nicht sonderlich selten, hatte ich glaube ich auch noch ein paar über. Und dann hier noch 2 in Kamen und da geht dann schon die magische Störung los. Genau. So, jetzt ist es noch umgedreht hier. Ja, magische Störung, auch eine coole Karte.
habe ich, glaube ich, sogar einen Ultra-Rare zurzeit zur Abgabe, die nichts geht. Wirklich, die Ultra-Rare geht nichts. 60 Cent oder so, richtig krass. Also ein bisschen mehr hätte ich schon gedacht, so 1,50 oder so, aber nö. Nö, soll nicht sein. Die habe ich hier natürlich in First auch. Ja, richtig geil. Die sind jetzt, glaube ich, alle unlimitiert. Die werden natürlich, wenn ich mal anderweitig First reinbekomme, werden die ausgetauscht, ist ja logisch. Und jo. Bin aber ganz zufrieden. Ne? Magische Störung in Ultra sieht einfach cool aus. Dann haben wir sie hier aus Dark Revolution 2. In Super Rare, ein paar in Common. Und hinten haben wir sie im unzensierten Artwork. Ihr seht, es unterscheidet sich wieder mal unglaublich. Ja. Sogar in der Form. Während der hier komplett rund ist, sieht der eher so wobbelig aus. Ne? So ungerade. Aber es sieht beides schön aus. Ne? Mir gefällt beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir den Ring der Zerstörung in Ultimate Rare ein paar Mal aus dem Duelist Pack Kaiba. Ich suche übrigens speziell aus dem Duelist Pack Kaiba, aus dem Reprint, suche ich die Ultis, weil die sich dahingehend unterscheiden, dass hier auch der Rand-Ulti ist. Na, das hat mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass ich da noch ein paar herbekomme, aber was soll's. Dann haben wir noch ein paar in Secret. Die in Secret, die ging auch mal einiges. Ja, ich glaube sogar mehr als die in Ulti. Da habe ich wirklich einige, auch in First. Na, auch dank dem lieben Michael. Richtig geile Sache. Dann in Ultra Rare aus dem Vision of Chaos. In denen kann ich mittlerweile baden gehen. Da habe ich so viele von. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, ich habe nicht mal welche aus der Legendary Collection Kaiba, weil ich hatte schon so viele aus Invasion of Chaos, dass sogar welche aus Invasion of Chaos noch mit Tradebinder sind. Ich glaube, 2 Stück oder so. Geht auch nicht viel, aber sieht halt einfach toll aus. Dann natürlich wieder im notwendigen, traurigerweise notwendigen Gold Rare, in dem modernen Kitschigen. Dann, das hier ist ein bisschen doof, weil wir haben Korea und wir haben Japan. Und in Japan ist das Artwork unzensiert, in Korea ist es trotzdem zensiert, obwohl es zum OCG gehört. Das heißt, ich muss die hier 10-mal im Millennium aus Korea und 10-mal im Millennium Rare aus Japan sammeln. Ne? Muss ich zweigleisig fahren einfach. Weil, ja, ist halt so. Ne? Genau, die ist 15AX und ihr seht, hier haben wir es jetzt aus Japan im Millennium Rare, da hängen die Handgranaten dran. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde unsere, also die in dem Adok tatsächlich schöner. Dann haben wir sie noch aus dem Champion Pack 2-mal. Ich glaube, da war sie sogar relativ teuer für eine Rare. 1 irgendwas hat die da, glaube ich, damals gekostet. Dann Ring der Zerstörung nochmal in Black Rare und eben die Cummins. Ja, und hier nochmal 1 im unzensierten Adok. Ja, das war's gewesen, Leute. Mal ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin morgen zur Premiere wach. Und das ist das Falsche. Wir müssen das hier nehmen. So, ich hoffe, ich bin, wie gesagt, morgen zur Premiere wach, dass wir uns das dann da gemeinsam anschauen können. Wir werden es ja dann sehen. Wenn ihr nichts von mir hört im Chat, dann bin ich wieder eingeschlafen. So. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen uns zur nächsten Folge Sammelkartencheck und bis dann macht's gut und haltet die Ohren steif.